Moin moin und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Session von Illusion of Time für den SNES. Und ja, bevor wir zum großen Endboss schreiten, haben wir erstmal noch einen anderen Boss vor uns, und zwar die Pyramidenkönigin vom letzten Mal. Und ich werde mal versuchen, mich jetzt in Shadow zu verwandeln und dann mit Shadow versuchen, die Königin zu bezwingen. Beim letzten Mal bin ich ja mit Wilder hingegangen und das war ja irgendwie nicht so von Erfolg gekrönt. So, jetzt sind wir hier drin, haben das gemacht. Jetzt gucke ich nochmal eben. Ja, wir werden das nochmal eben mit den Kräutern ausrücken. Moment, die hier können wir mal eben. Moment, halt, stopp. Ordnen. Die packen wir dahin. So. Und nun rüsten wir uns mit den Kräutern aus. Zack. So, und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Also. Wir werden diesen Teleporter hier oben nutzen und dann zur Königin schreiten. Und los geht's. Und wir sind Shadow. Geil, wir können mit Shadow kämpfen. Zack. Oh, das hat auf jeden Fall schon mal mehr gebracht. Wow. Ah, nicht gut. Geh weg. Oh ja, das ist ja wesentlich einfacher, Leute. Das ist ja wesentlich einfacher. Super da. Ja, hätte ich beim letzten Mal direkt Shadow ausgewählt, dann hätten wir es wahrscheinlich auch hingekriegt, aber mir war nicht bewusst, dass wir schon dem Endgegner so nah sind. Wow. Komm her und wir springen hinab. Und hoch. Und komm her. Königin. Oh, was macht sie? Oh, Steine werfen. Wo bist du? Königin! Batz! Oh, das ist nicht gut. Runter. Ja, sehr schön. Nicht getroffen werden, das ist die Devise. So, jetzt ist sie sauer. Aber ich hau sie einfach mal. Oh! Da hat sie mich erwischt. Und tschüss. Wieder hoch. Zack! Haben wir schon die Hälfte. Ha! Wieder getroffen. Oh, ich wollte noch gar nicht runterspringen. Okay, weg, weg. Zack. Oh, das war nicht gut. Und sie schmeißt wieder Steinchen. Ein paar mehr. Oh, das ist fies. Ja, ist klar. Und ich habe sie getroffen. Jetzt macht sie ihre zweite Version, sag ich mal. Zack. Getroffen. Okay, komm her. Wieder getroffen. Und wieder getroffen. Läuft doch. Komm. Ich krieg dich. Zack. Und wieder getroffen. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Und tschüss, Mann. Tessie. Da ist das Ding. Nee. Achso, das ist das wieder. Und wir haben sie gleich. Du Königin, du. Zack! Nach erfolgreichem Kampf gegen die Königin der Pyramide erhältst du eine weitere Statue! Tja. Die fünfte mittlerweile. Und die wollte ich ja eigentlich noch in der letzten Session mit euch kriegen, aber... Ja. Es hat nicht funktioniert. Ich hörte eine Stimme, die aus der Flöte zu mir sprach. Dieselbe Stimme hörte ich bereits im Schlossverlies. Well, ich bin zufrieden mit dir. Soweit. Vater? Ich erwarte dich im Turm. Bringe alle fünf Statuen zum Turm. Die fünf Statuen sind das Schicksal der Menschheit. Well, beeile dich. Der Komet nähert sich. Die Stimme wurde leiser und verschwand.
Etwas Schreckliches, von dem wir noch nichts wissen, muss passiert sein. Was soll ich tun? Ich muss zum Turm von Babel, aber dieser liegt auf der anderen kleinen Insel. Nee, auf einer kleinen Insel. Ich hörte, dass Neil ein Flugzeug gebaut hat. Ein neues. Ich glaube, er ist in Wissensstadt. In Wissensstadt. Oh Gott, in der Wüstenstadt. Lass uns mit ihm gehen. Ja. Also treffen wir nochmal Neil. Hallo. Neil? Du willst wirklich zum Turm? Nun gut, ich werde dich mit meinem Flugzeug dorthin bringen. Danach bringe ich Kara und Eric zum Südkap. Diesmal wird das Flugzeug nicht abstürzen, hoffe ich. So. Das könnte unsere letzte Reise sein. Wir fliegen jetzt zum Turm von Babel. Ein langer Weg, du. Über Babel. Okay. Ich bin völlig ahnungslos, was jetzt noch passiert. Das weiß ich echt nicht mehr. Wir sind bald da, Will. Sag deinem Vater einen Gruß von mir. Hab Dank. Ich weiß, dass du ein guter Präsident sein wirst. Ich schätze, wir werden uns eine ganze Weile nicht mehr sehen. Wenn du alles erledigt hast, kehre zum Südkap zurück. Das werde ich. Ich bin froh, dass wir alle zusammengefahren sind. Diese Reise hat jedem etwas gebracht. Lance hat Lilly getroffen und seinen Vater gefunden. Neil hat die Firma seiner Eltern übernommen. Kara hat das Leben und die Welt außerhalb des Schlosses kennengelernt. Und ich kann nachts endlich alleine auf Toilette gehen. Ja, endlich! Kara hat lange nichts mehr gesagt. Ich werde Will eine ganze Weile nicht mehr sehen. Ich werde mich verabschieden. Ja. Wir sind am Ziel. Vor uns liegt der Turm von Babel. Los geht's! Will, sitzt den Fallschirm richtig? Dann los! Da sind wir. Ich bin über dem Turm von Babel abgesprungen. Ich war seit 1,5 Jahren nicht mehr hier. Warst du jemals da? Wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Okay. Oha. Der Wind war verstummt, der Turm lag in einer Hülle des Schweigens. Oh nein, Leute, mir fällt gerade was ein. Oh nein! Ja, ihr könnt euch freuen. Es kommen noch ein paar Endgegner. Scheiße! Mir ist gerade was ganz Schreckliches bewusst gewesen. Ups, was war das denn? Kann ich hier irgendwo speichern? Oh nein. Ja, Leute, es wird doch ganz toll. Rotes Juwel gefunden. Oh, cool. Brauche ich die jetzt überhaupt noch? Ich weiß nicht, ob ich das verraten soll, aber ihr werdet es gleich selbst sehen. Ich sag noch nichts. So, was machen wir denn mal? Wir haben noch 2x Heilkräuter. Das könnte durchaus zu wenig sein. Hä? Ich kann hier drauf langlatschen. Okay. Wo muss ich denn jetzt genau hin? Ach, ich kann hier drauf. Ah, alles klar. Jo, eine Tür. Da ist was abgefallen. Etwas scheint aus der Flöte gefallen zu sein. Es ist König Edwards Kristallring. Ich dachte, es wäre eine Dekoration, aber es war Ring. Aber es war Ring. Geiler Deutsch, es war Ring, Alter. Du hast den Kristallring erhalten.
Nee, erhalten haben wir ihn nicht. Wir hatten ihn die ganze Zeit. Gefunden haben wir ihn vielleicht oder entdeckt. Gut. Ich will jetzt rein. Und nun? Ach, ich muss den Ring, glaube ich, einsetzen. So. Ach, jetzt geht's auf einmal. Warte. Kara! Ich bin traurig, denn ich spüre, dass wir uns nie wiedersehen werden, wenn wir uns trennen. Kara, wie bist du hierher gekommen? Du kannst nicht hierher kommen, ohne den Kristallring zu besitzen. Ich habe einen Ring. Er stammt vom Goldschiff der Inkas. Mein Kristallring ist dunkelblau. Der Ring, den du hast, ist hellblau. Es gibt also zwei Kristallringe. Das muss Vorsehung sein. Ich glaube, wir gehören zusammen. I. Und jetzt? Ach so, ich kann laufen. Ah, Frieden. Das Licht des Kometen hat einen enormen Effekt auf das Wachstum von Lebewesen. Wenn der Stern den Orbit der Erde erreicht, erfährt die Menschheit eine dramatische Evolution. Die Evolution des Lebens währte eine Ewigkeit. Vom Insekt zum Fisch, vom Reptil zum Säugetier. So ward der Mensch geboren. Und, scheiße. Und so hat er sich bis heute entwickelt. Seit Anbeginn der Zeit wurden Kometen die Götter der Sterne genannt. Aber auch die Dämonen der Sterne. Der Komet, der sich nun nähert, ist ein Dämon. Er stellt die höchste Form des Bewusstseins dar. Für die Erde bedeutet das die Apokalypse. Oh Mann. Also wir befinden uns im Turm von Babel. Das habt ihr mittlerweile, glaube ich, begriffen, ne? Und es geht immer weiter hoch. Dadurch werden auch die Abschnitte hier immer kürzer. Im Innern des Turms gelten für die Zeit andere Gesetze. Sie schreitet wie im Flug davon. Ihr seid keine normalen Sterblichen, deshalb könnt ihr den Turm betreten. Wir sind keine normalen Sterblichen. Was sind wir dann? In diesem Raum warten Dämonen auf dich. Töte sie, bevor du dich nach oben begibst. Oh Gott. Was ist hier hinten noch? Ah, das ist die nächste Stufe praktisch. Wir müssen jetzt auf jeder Etage einen Dämon besiegen. Also es gibt jetzt Gegner en masse. Ich erinnere mich leider wieder. Und wir haben nicht die Gelegenheit, uns in Shadow zu verwandeln. Was ist das denn? Ich weine gleich. Okay. Ja, Leute. Es ist Zeit, die Heilkräuter auszurüsten, würde ich sagen. Und seht selbst. Ganz recht. Moment, was ist jetzt passiert? Werden wir Shadow? Wir werden Shadow! Okay, das macht das Ganze mal einiges einfacher. Es sind zwei von diesen Viechern da. Das war Dämon Nummer 1. Wahrscheinlich könnt ihr jetzt schon 1 und 1 zusammenzählen. Ja, es kommen alle Endgegner in chronologischer Reihenfolge. Noch einmal. Energie auffüllen. Das ist mir nämlich bewusst geworden, als wir diesen Turm betreten haben und ich gesehen habe, ach du Scheiße. Ja. Da wurde mir klar, was jetzt uns bevorsteht. Aber ist gar nicht so schlimm. Wir haben ja gesehen, wir können uns in Shadow verwandeln. Da ist das Ganze um einiges einfacher. Da habt ihr eben ja mitgekriegt. Ich dachte eben, wir könnten uns nicht in Shadow verwandeln und müssten jetzt als Will alles besiegen. Das wäre ziemlich grausam gewesen.